Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge World of Warcraft mit mir, dem Syndras und dieser reichen Thorium-Ader, die wir leider nicht plündern können. Toll. Das ist nervig. Ich würde ja am liebsten die Steinwächter umprügeln, um mit dem Bergbau zu machen. Ich weiß aber nicht, ob das meine Stufe steigert. Dementsprechend fahren wir einfach weiter. Wir müssen ja zur Terrasse des Formers. Vielleicht ist also doch noch irgendwo eine Möglichkeit, da hochzukommen, ohne so wie ich von draußen runterzufallen. Aber erstmal die Thoriumade. Wir brauchen Punkte. Am besten viele. 12 brauchen wir noch für die Großen, dann ist erstmal alles okay. Das ist zu weit entfernt. Ich kann das noch nicht tun. Ja, ich weiß nicht, wenn er für jede Quest, die ich ihm gebe, einen Zahn verliert, müssen wir jetzt 20 Quests für das Vieh machen. Was kein Problem ist, weil wir sind hier noch ein bisschen. Aber diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Das ist schon eine Menge, die man machen muss. Ich meine, gut, es ist ein Reittier. Aber 80 Gold ist auch eine Menge. Ich meine, was hatten wir? Ich glaube, wir haben 200 Gold so gesammelt gehabt. Oder hätten wir bis jetzt gesammelt. Das ist ganz schön viel, wenn ich da 80 abdrücken muss. Aber okay. Itis. Ah, hat Gnal euch geschickt? Egal. Wie verlaufen seine Studien? Ich finde, er kann manchmal etwas langsam sein. Aber in Bärengestalt sollte man ihn wahrhaftig besser nicht unterschätzen. Nur es gibt dringendere Dinge, die nach unserer Aufmerksamkeit verlangen. Aber was denn? Die erste Phase des Lebenszyklus der Blutblüten kennt ihr bereits, die schwimmenden Samen. Die nächste Phase ist aber nicht so zahm, die Rudelhalbwüchsiger, die wir hier überall sehen. Wenn die Blutblüten gestüpft sind, bilden sie schnell Banden und ziehen gemeinsam umher, wodurch sie ihre Schwäche mit einer überwältigenden Mehrheit ausgleichen. Diese Banden junger Peitscher bleiben meist unter sich, aber wenn man auch nur einen einzelnen von ihnen angreift, hat man es schnell mit allen zu tun. Gebietet ihnen im Interesse unserer Sicherheit und der Sicherheit anderer Einheit. Befindet sich hier im Norden, Westen und in der Nähe. Okay. Dann töten wir doch einfach mal 6 Rudel. Ich würde sagen, einfach nur Flächenfähigkeiten. Ich kann das noch nicht tun. Es gibt aber auch gut EP, ne? Das gerade richtig gesehen? Ich muss näher heran. Ich. Ich und gib ihm. Ich brauche ein Ziel. Okay, da ist eine kleine Ader. Das ist ja jetzt ziemlich schwer, die Rudel zu töten. Wir haben ja aus Sulfarak auch noch ein bisschen was zum Essen. Aber wow, du schon wieder. Jetzt sind wir den schon zum zweiten Mal ausgewichen, ohne es wirklich zu wollen. Einfach nur, weil wir gerade Glück hatten und irgendwas anderes zuerst machen wollten. Noch nicht bereit. Ich glaube, das kann richtig gefährlich werden mit dem Jungen. Das ist zu weit entfernt. Ja, ich hatte überlegt, ob ich nicht zumindest mit meinem Main und meinem Magier auf einen anderen Server wechsel, weil mir ist das irgendwie zu unterbevölkert hier auf dem Goro. Also viel zu unterbevölkert. Ihr kennt Siegreich zurück. Jupp. 2 Gold. Ist nett. Schaut nur, wie merkwürdig die Pflanzenwelt auf die Blutblüten in den aufwühlenden Gärten im Norden reagiert. Es ranken sich noch mehr Blumen und Schlingpflanzen um die Bäume als sonst. Große, sporenreiche Blüten erheben sich dort, wo sonst kleine waren. Das Land spricht zu uns, Panda. Blutblüten zerstören das Gleichgewicht. Als letzte Aufgabe möchte ich euch bitten, die ausgewachsenen, umherwandernden Blutblüten aufzusuchen und ihre Zahl zurechtzustutzen. 11 sollen wir töten, ja. Da sind hoffentlich auch ein paar von den anderen. Vom Dinosaurierfleisch. Und eventuell auch ein paar, also Lockys Kopf ist da auch auf jeden Fall, Dinosaurierfleisch, ein paar Blutblüten. Alles auf einem Haufen. Die können wir wieder heilen.
Dann können wir nämlich auch mal wieder ein... Halbwüchsige Blutblüten zählen nicht, oder? Brauche mehr Wut. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Nein. Noch nicht bereit. Halbwüchsige zählen nicht. Aber erstmal haben wir jetzt Loki, den wir hier verprügeln. Muss ich per Hand auslegen. Interessant. Wo haben wir denn den Köder? Erstmal geben wir ihm jetzt einmal zu fressen. Da, Torvas Beutel. Wo ist denn das Gerippe? Meist bewahrten das Schondro-Gerippe an. Ach so, ich habe das Gerippe ja hier irgendwo. Wir kommen gerade. Auf dem flachen Felsen platzieren. Und jetzt das Lockmittel an. Alles klar. Oder auch nicht. Doch, da kommt er doch. Du bist ja richtig stark. Dachte, jetzt kriegen wir hier nicht den Kampf oder sowas. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Kleinen Halbwüchsigen. Ich kann das noch nicht tun. Das ist doch ein ganz normaler Ravasaurier. Nur, dass er einen Namen hat. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Das ist enttäuschend. Ich dachte echt, jetzt kriegen wir hier richtig so einen halben Elite-Gegner. Ich bin außer Reichweite. Der auch aussieht wie ein Elite-Gegner, ja? So wie der andere Teufelssaurier, der hier immer rumläuft. Und der ist ein richtiger Kämpfer. Müssen wir nicht hin zum Mooshügel, okay? Müssen wir irgendwann auch mal wieder hier oben zu Marshalls Expedition? Ich kann das noch nicht tun. Der Marshall hängt ja jetzt anscheinend in der Mitte der von Goro rum, aber... Das ist zu weit entfernt. Es wäre schon cool, wenn wir auch da oben noch hin müssen. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ich muss näher heran. Noch nicht bereit. Ich bin auch gespannt, was die... Ist noch nicht bereit. Die Diskussion um die Classic-Server angeht und was Blizzard dann daraus machen wird oder nicht machen wird. Ich bin außer Reichweite. Denn ich hätte schon Lust, auf einem reinen Classic-Server zu spielen. Diese Fähigkeit ist noch nicht einfach bereit. Weil ich... Ich kann das noch nicht tun. Das damals noch mitbekommen habe und da auch gern gespielt habe. Und weil es halt bereit. Einfach herausfordernder war. Da musste man noch Leute um Hilfe fragen. Ich meine, jetzt haben sie noch auch ein bisschen bereit. Wieder zurückgebracht. Ich muss zuerst etwas anbieten. Da muss ja jetzt auch... Mythische Dungeons muss man ja auch mit einer Remake-Gruppe laufen oder zumindest mit einer zusammengesuchten Gruppe. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Wenn man nicht über den Dungeon Finder rein kann. Noch nicht bereit. Ich kann das noch nicht tun. Finde ich ganz gut. Und ich finde das Zusammenspiel wieder ein bisschen ich bin außer Reichweite. Gefördert und gefordert. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ich kann das also noch man nicht muss tun. Zumindest nach Leuten suchen. Wenn es auch bei den meisten nur über das trotzdem über das Dungeon Finder Tool geht, über die Suche. Dass man sich da die Gruppe zusammenstellt. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Noch nicht bereit. Ich kann aber das noch bedeutet nicht schon mehr Interaktion als Gruppe finden. Was haben wir endlich an Gold angenommen hier, die Sitzung schon? 8 Gold schon, davon 2 eben bei ihm. Ah ja. Ich muss näher heran. Ist jetzt nicht so, dass wir viel Gold eingesammelt hätten, diese Sitzung. Wir haben ein bisschen was zu verkaufen. Gibt wieder diese ein Gold. Fähigkeit ist noch nicht bereit. Und mehr haben wir nicht zu verkaufen. Okay. Aber das gibt wieder ein Gold. Noch nicht haben bereit. Wir hier ein bisschen was, ja. Da ist nochmal ein Gold. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ich finde das komisch, dass die grauen Sachen meistens mehr Geld bringen als die anderen. Gut, die Blüten hätten wir genug getötet. Dann würde ich sagen, fahren wir hier drüber hin zurück, um eventuell noch ein bisschen Fleisch zu finden. Aber wir müssen die Quest ja auch immer mal schaffen. Ich meine, klar, wir haben hier um die Hügel herum eigentlich mehr als genug, was wir irgendwie zu Fleisch verarbeiten können, aber
Es ist doch schön, wenn das immer alles irgendwo auf dem Weg liegt. Ne? Hätte ich die nicht geheilt? Ja. Damit das immer auf Abklingzeit bleibt. So, hier haben wir weder Giftsaurier noch sonstiges. Eine kleine Ader wäre nochmal wieder schön. Ja, danach machen wir uns dann direkt auf den Hügel zu ihm zurück und dann zum Mooshügel. Aber das machen wir nicht mehr in dieser Folge. Also zumindest werden wir es anfangen, aber nicht mehr zu Ende führen, glaube ich. So. Euch umgibt der Geruch der Blutblütenpollenkrieger. Das ist gut. Ja, finde ich auch. Und das hier hat ein bisschen Stärke und Ausdauer mehr drauf. Der Ostpylon. Hoch auf den Klippen über mir gibt es einen großen Kristallpylon. Weiß nicht, wer ihn dort aufgestellt hat, noch fällt mir ein Grund ein, warum man ihn nicht an einem so merkwürdigen Ort erreichen sollte. Vielleicht könnt ihr mehr herausfinden als ich. Mir persönlich ist es völlig egal, was dieses Ding tut, also braucht ihr euch nicht mehr bei mir zu melden. Vielleicht interessiert sich ja einer der Gelehrten in Marshalls Wehr für eure Entdeckung. Aha. Er portet uns hier hoch. Den Pylon untersuchen. Der Pylon scheint irgendwie Daten auszusenden. Nach einhergehender Untersuchung des Pylons findet ihr eine kleine Schrifttafel mit blauen, gelben und grünen Kristallen, die in einer bestimmten Folge angeordnet zu sein scheinen. Ein großer blauer Kreis von Kristallen wird auf beiden Seiten von einem kleineren Kreis aus gelben und einem weiteren aus grün flankiert. Ihr prägt euch die Farben der Kristalle sorgfältig ein, da ihr wisst, dass jemand größeres Interesse für euren Fund zeigen wird. Und er hat darüber geschickt. Das heißt, da drüben ist nochmal ein Pylon. Wenn das hier der blaue ist, wird es da drüben noch einen gelben und einen grünen. Und einen roten wird es auch noch geben. Nehme ich jetzt mal an. Hier haben wir eine kleine Ader. Das ist auch gut. Und wir sind auch mit der Zeit jetzt durch. Haben wir gar nicht so viel geschafft, wie ich dachte. Aber egal. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann mit ein paar Quests, die wir abgeben können. Und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Und bis dahin, tschüss.